An einem sonnigen Sonntag erwachte die Stadt Verona langsam zu einem weiteren Tag der Andacht. Die Basilika San Zeno, ein historisches Gebäude mit großen bunten Glasfenstern, rief die Gläubigen zur morgendlichen Messe. Die Sonne spiegelte sich auf den Steinen der Piazza San Zeno und erhellte die Gesichter der Bewohner, die zur Kirche gingen. Pater Lorenzo, ein Mann mittleren Alters mit grauem Haar und freundlichen Augen, befand sich in der Sakristei und bereitete sich auf die Feier vor. Er war in der Gemeinde für seine Geduld und Weisheit bekannt und geliebt. Während er seine Stola anpasste, hörte er ein ungewöhnliches Geräusch vom Eingang der Basilika. Als er sich umdrehte, sah er Luna, eine in der Stadt bekannte Straßenkatze, hektisch in die Basilika rennen. Luna, normalerweise ruhig und freundlich, schien aufgeregt zu sein, als ob etwas Wichtiges vor sich ging. Luna rannte direkt zum Altar und fixierte ihre Aufmerksamkeit auf die neue Jesusstatue, die kürzlich anonym gespendet worden war. Die Katze begann heftig zu miauen, ihre Pfoten kratzten auf dem Marmorboden, während ihr Schwanz von einer Seite zur anderen peitschte. »Mia, was bedrückt dich, meine Freundin?« fragte Pater Lorenzo, überrascht von der Aufregung der Katze. Die Gläubigen, die bereits in den Bänken saßen, begannen über Lunas seltsames Verhalten zu murmeln. In der Luft lag eine Mischung aus Neugier und Unruhe. »Das ist ein schlechtes Omen«, flüsterte eine alte Dame und bekreuzigte sich. Ihre Augen spiegelten Angst und Aberglaube wider. »Es muss eine logische Erklärung geben. Vielleicht ist dort eine Ratte versteckt«, schlug ein junger Mann vor und versuchte, ruhig zu bleiben. Pater Lorenzo versuchte, Luna mit Streicheleinheiten und sanften Worten zu beruhigen. »Luna, bitte beruhige dich. Hier ist nichts, was dir schaden könnte.« Aber Luna beruhigte sich nicht. Sie miaute weiter, ihre Augen fixierten die Statue mit einer beängstigenden Intensität. »Sieht sie etwas, das wir nicht sehen?«, murmelte eine junge Mutter und zog ihr Kind näher an sich. Die Spannung in der Basilika nahm zu. Einige Gläubige forderten, dass Luna entfernt wird, während andere die Katze verteidigten und vorschlugen, dass ihre Reaktion ein göttliches Zeichen sein könnte. »Lassen Sie uns mit unserer Messe fortfahren. Ich bitte Sie, den Glauben und die Ruhe zu bewahren«, kündigte Pater Lorenzo an und versuchte, die Ordnung wiederherzustellen. Trotz der Fortsetzung der Messe warf der Vorfall mit Luna einen Schatten des Geheimnisses über Verona. Was ein ruhiger Sonntag der Andacht hätte sein sollen, verwandelte sich in den Auftakt zu Ereignissen, die den Glauben und die Einheit der Gemeinschaft auf die Probe stellen würden. Lunas Ankunft und ihre Reaktion auf die Jesusstatue markierten den Beginn einer Reihe von Ereignissen, die lange verborgene Geheimnisse enthüllen würden. Am nächsten Morgen war die Piazza San Zeno belebter als gewöhnlich. Nachbarschaftsgruppen bildeten sich rund um Giulias Bäckerei und Carlos Markt und diskutierten lebhaft darüber, was Luna bei der Messe am vergangenen Sonntag so aufgeregt haben könnte. »Hast du von Luna bei der Messe gestern gehört?«, fragte Frau Teresa, während sie ihr Schultertuch zurechtrückte und mit ihrer Nachbarin Frau Lucia sprach. »Man sagt, sie hat nicht aufgehört, die neue Jesusstatue anzumiauen.« »Ja, ich habe es gehört«, antwortete Frau Lucia mit besorgter Miene. »Und du weißt, wie empfindlich Tiere für Dinge sind, die wir nicht wahrnehmen. Ich fange an zu denken, dass mit dieser Statue etwas nicht stimmt.« In der Basilika konnte Pater Lorenzo die Szene der vergangenen Nacht nicht aus dem Kopf bekommen. Am Abend nach der Messe hatte er die Kirchenaufzeichnungen bei Kerzenlicht durchgesehen und nach einem Hinweis auf die Herkunft der Statue gesucht. Das Kirchenbuch war alt und abgenutzt, mit vom Alter vergilbten Seiten. Schließlich fand er eine kurze Notiz über die Ankunft der Statue, die lediglich erwähnte, dass sie anonym gespendet wurde, ohne weitere Details. Wer hätte ein Interesse daran, eine Statue anonym zu spenden? Und warum? Fragte Pater Lorenzo laut, spürte das Gewicht der Verantwortung auf seinen Schultern. Entschlossen, Antworten zu finden, berief er ein Treffen mit einigen der einflussreichsten Nachbarn von Verona ein. Unter ihnen waren Frau Bianca, eine angesehene Lehrerin, Herr Antonio, der Schmied, und Frau Sophia, die Leiterin des Kirchenchors. Das Treffen wurde für den Nachmittag in der Sakristei der Basilika angesetzt. Als alle eingetroffen waren, war die Atmosphäre voller Erwartung.
Pater Lorenzo begann das Treffen, indem er sich bei allen für ihr Kommen bedankte und seine Bedenken erklärte. Wie Sie wissen, hatte Luna eine sehr seltsame Reaktion auf die neue Jesusstatue. Ich habe die Aufzeichnungen durchgesehen und herausgefunden, dass sie anonym gespendet wurde, ohne jede Erklärung, sagte er und sah jeden der Anwesenden an. Ich glaube, wir müssen die Herkunft dieser Statue untersuchen und den Grund für Lunas Verhalten verstehen. Ich habe Luna heute Morgen gesehen, wie sie immer noch die Basilika patrouillierte. Es ist, als ob sie Wache hält, bemerkte Frau Sophia besorgt. Sie war eine Frau mittleren Alters mit einem stets wachsamen Blick und einer ruhigen Stimme, die Gelassenheit ausstrahlte. Tiere haben eine andere Wahrnehmung als wir. Wenn Luna sich so verhält, muss es einen Grund geben, fügte Herr Antonio nachdenklich hinzu und verschränkte die Arme. Herr Antonio war ein kräftiger Mann mit durch die Schmiedearbeit schwieligen Händen, aber einem gütigen Herzen. Ich stimme zu, sagte Frau Bianca, während sie ihre Brille zurechtrückte. Und ich fürchte, wenn wir nicht herausfinden, was vor sich geht, könnte der Frieden unserer Gemeinschaft bedroht sein. Das Treffen endete mit dem Beschluss, die Statue gründlich auf Unregelmäßigkeiten zu untersuchen und bei Bedarf einen Experten für sakrale Kunst zu konsultieren. Pater Lorenzo verpflichtete sich auch, mehr über den anonymen Spender herauszufinden, in der Hoffnung, dass dies einen Hinweis geben könnte. In den folgenden Tagen, während die Untersuchung der Statue weiterging, begannen in Verona seltsame Ereignisse aufzutreten. Die Tiere auf Giovannis Farm, dem größten Milchproduzenten der Region, wurden plötzlich krank ohne Erklärung. Marias Ernten, bekannt für ihre Fülle, zeigten trotz sorgfältiger Pflege Anzeichen von Schädlingsbefall. Die Gemeinschaft war in Alarmbereitschaft und viele begannen zu vermuten, dass diese widrigen Ereignisse irgendwie mit der Statue und Lunas Warnung zusammenhingen. Das ist ein Fluch, flüsterten einige in den Schatten der Nächte, während andere nach einer schnellen Lösung verlangten, um die Harmonie der Stadt wiederherzustellen. Pater Lorenzo, obwohl er versuchte, ruhig und vernünftig zu bleiben, konnte eine wachsende Angst nicht unterdrücken. Er wusste, dass Aberglauben schnell in Panik umschlagen konnte und war entschlossen, Antworten zu finden, bevor sich die Angst weiter ausbreitete. In der Zwischenzeit beschloss Herr Antonio, selbst Nachforschungen anzustellen. Er begann, mit einigen der ältesten Bewohner der Stadt zu sprechen und versuchte, Informationen über die Statue oder darüber, wer sie gespendet haben könnte, zu finden. Dann hörte er eine Geschichte über eine alte Familie, die in der Gegend gelebt hatte und für ihre Verbindungen zum Okkulten bekannt war. Könnte es eine Verbindung geben? Am nächsten wolkigen Nachmittag, während Luna draußen Wache hielt, begannen Pater Lorenzo und einige Freiwillige, die Statue zu untersuchen. Sorgfältig fuhren sie mit den Händen über die Oberfläche und suchten nach Anomalien. Dann spürte Frau Bianca, die die Basis der Statue inspizierte, eine leichte Vertiefung unter ihren Fingern. »Pater, hier! Fühlen Sie das!« rief sie und trat zur Seite, um Platz für Pater Lorenzo zu machen. Pater Lorenzo trat näher und spürte deutlich eine Unregelmäßigkeit in der Textur des Steins an der von Frau Bianca angegebenen Stelle. Ein kleiner, fast unsichtbarer Riss schien geschickt an der Basis der Statue verborgen worden zu sein. »Wir werden geeignetes Werkzeug benötigen, um dies weiter zu untersuchen«, antwortete Pater Lorenzo mit entschlossener Stimme. Mit Werkzeugen, die sorgfältig von Herrn Antonio, dem Schmied, ausgewählt wurden, begannen sie, die oberflächliche Steinschicht um den Riss herum zu entfernen. Die Atmosphäre in der Basilika war gespannt und erwartungsvoll. Hände arbeiteten präzise und die Stille wurde nur durch das Geräusch der Werkzeuge unterbrochen, die über den Stein kratzten. »Hier ist es«, sagte Herr Antonio und zeigte auf eine kleine Höhlung, die sich zu offenbaren begann. »Es scheint, als ob hier etwas versteckt ist.« Geduldig und vorsichtig erweiterten sie die Öffnung und enthüllten eine kleine Holzkiste, die vom Alter abgenutzt war, aber offensichtlich absichtlich dort platziert worden war. Die Augen aller weiteten sich bei dieser Entdeckung und ein Murmeln der Überraschung ging durch die Gruppe. »Das ist unglaublich«, murmelte Frau Bianca, ihre Augen vor Aufregung leuchtend. »Wer hätte das hier hingestellt? Und warum?« Pater Lorenzo öffnete die Kiste mit zitternden Händen und enthüllte deren Inhalt. Einen Brief mit geheimnisvollen Codes
und einen metallischen Gegenstand, der wie ein alter Schlüssel aussah. Die Codes, in akkurater Handschrift geschrieben, wurden von allen Anwesenden analysiert. Auf den ersten Blick schienen die Codes unverständlich, aber der junge Matteo, ein Informatikstudent der Stadt, wurde hinzugezogen, um zu helfen. Nach einigen Stunden der Analyse identifizierte Matteo die Codes als Teile eines Bitcoin-Wallets. "Das ist ein Bitcoin-Wallet", erklärte Matteo, seine Stimme eine Mischung aus Überraschung und Aufregung. "Wenn wir die andere Hälfte der Codes finden, können wir auf den Inhalt zugreifen." Das Geheimnis umfasste nun moderne Technologie und das Versprechen digitaler Reichtümer. Die Suche nach der anderen Hälfte des Bitcoin-Wallets wurde zur Priorität, in der Hoffnung, dass diese Entdeckung Lösungen für die Probleme der Gemeinschaft bringen könnte. Am Morgen nach der Entdeckung der Kiste und der Bitcoin-Codes herrschte in der Basilika San Zeno reges Treiben. Die Gerüchte über das Bitcoin-Wallet verbreiteten sich schnell und die Gemeinschaft war neugierig, was als nächstes geschehen würde. Doch Pater Lorenzo hatte kaum Zeit, die jüngsten Ereignisse zu verarbeiten, als er von einem unerwarteten Besuch überrascht wurde. Der Gerichtsvollzieher, ein großer und strenger Mann namens Vittorio, erschien an der Tür der Basilika mit ernstem Gesichtsausdruck. Mit festen Schritten ging er auf Pater Lorenzo zu, der mit einigen Gläubigen über die jüngste Entdeckung sprach. "Guten Morgen, Pater Lorenzo", sagte Vittorio und zog einen dicken Umschlag aus seinem Mantel. "Ich fürchte, ich habe dringende Nachrichten für die Kirche." Pater Lorenzo, verwirrt und besorgt, lud Vittorio ein, in sein Büro in der Sakristei zu kommen. Mit dem Umschlag in der Hand erklärte Vittorio die Situation: "Ich bin hier im Namen der Regierung, um eine aufgelaufene Schuld der Kirche einzutreiben. Wir haben herausgefunden, dass der ehemalige Pfarrer vor ihrer Ankunft mehrere Darlehen im Namen der Kirche aufgenommen hat, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Diese Darlehen, insgesamt $666.000, wurden nicht zurückgezahlt und die Regierung fordert nun die sofortige Zahlung." Pater Lorenzo fühlte ein enormes Gewicht auf seinen Schultern lasten. Die Summe war gewaltig und er wusste, dass die kleine Gemeinschaft von Verona diese Schuld nicht tragen konnte. Besorgnis war auf seinem Gesicht zu sehen, als er die von Vittorio übergebenen Dokumente durchsah. "Ich verstehe, Herr Vittorio", antwortete Pater Lorenzo mit einem schweren Seufzer. "Wir werden unser Bestes tun, um diese Situation zu lösen. Aber bitte verstehen Sie, dass es eine schwierige Aufgabe sein wird." Nach Vittorios Abgang berief Pater Lorenzo ein dringendes Treffen mit den wichtigsten Mitgliedern der Gemeinschaft ein, darunter Frau Bianca, Herr Antonio, Frau Sophia und der junge Matteo. Er erklärte die Situation und die Schwere der Schulden, die auf der Kirche lasteten. "Unsere einzige Hoffnung ist, die zweite Hälfte des Bitcoin-Wallets zu finden", sagte Matteo und versuchte ruhig zu bleiben. "Wenn wir auf den Inhalt zugreifen können, können wir die Schulden begleichen und haben noch Mittel für die Renovierung der Kirche." Entschlossen, das Problem zu lösen, begannen alle sich zu mobilisieren, um die zweite Hälfte des Bitcoin-Wallets zu finden. Matteo widmete sich der Entschlüsselung von Hinweisen, während Frau Bianca und Herr Antonio in alten Aufzeichnungen nach hilfreichen Informationen suchten. "Pater, wir müssen glauben, dass Gott auf dieser Reise bei uns ist", sagte Frau Sophia. Ihre ruhige Stimme versuchte, die Gruppe zu trösten. "Wir müssen die Suche mit Glauben und Entschlossenheit fortsetzen." Mit der drohenden Schuld, die die Stabilität der Kirche und der Gemeinschaft gefährdete, stieg die Spannung. Doch die Entdeckung der ersten Bitcoin-Codes gab Pater Lorenzo und seinen treuen Freunden einen Funken Hoffnung. Entschlossen, die zweite Hälfte des Wallets zu finden, bereiteten sie sich darauf vor, weiteren Herausforderungen zu begegnen, im Vertrauen darauf, dass ihr Glaube und ihre Einheit sie leiten würden. Mit der drohenden Schuld, die die Kirche belastete, mobilisierte sich die Gemeinschaft von Verona, um die zweite Hälfte des Bitcoin-Wallets zu finden. Der junge Matteo tauchte in die alten Aufzeichnungen ein und sprach mit den ältesten Bewohnern der Stadt, um nach Hinweisen zu suchen, die zur anderen Hälfte der Codes führen könnten. Inzwischen patrouillierte Luna, die wachsame Katze, weiterhin in der Basilika, als ob sie ebenfalls etwas suchte. Ihre Anwesenheit wurde zu einem Symbol der Hoffnung und Entschlossenheit für alle. Eines Nachmittags, als Matteo die alten Manuskripte aus der Kiste durchging, fand er eine Seite, die scheinbar herausgerissen und dann wieder eingesetzt worden war.
Die Seite erwähnte eine andere Statue, eine Zwillingsschwester der Jesus-Statue, die irgendwo in Verona versteckt war. Die Legende besagte, dass diese zweite Statue ein noch dunkleres und mächtigeres Geheimnis bewahrte. Was könnte das bedeuten? Fragte sich Matteo, sein Herz schlug schneller. Er wusste, dass er die Hilfe seiner treuen Freunde und der Gemeinschaft brauchte, um dieses neue Rätsel zu lösen. Geleitet von der neuen Spur begannen Pater Lorenzo, Matteo, Frau Bianca, Herr Antonio und Frau Sophia, jeden Winkel der Basilika und ihrer Umgebung zu erkunden, auf der Suche nach der in den Manuskripten erwähnten Zwillingsstatue. Während einer gründlichen Inspektion des Kellers der Basilika fanden sie einen geheimen Durchgang, der zu einem verborgenen Raum führte. In dem Raum, bedeckt mit Staub und Spinnweben, fanden sie die Zwillingsstatue. Diese Statue, anders als die erste, schien in einem Zustand des Verfalls zu sein, hatte aber eine ebenso imposante Präsenz. Bei der Inspektion der Basis entdeckten sie eine weitere Höhlung, ähnlich der der ersten Statue. Vorsichtig nutzte Herr Antonio seine Werkzeuge, um die Höhlung zu öffnen. Im Inneren fanden sie eine kleine Metallbox. Beim Öffnen der Box enthüllten sie die zweite Hälfte der Bitcoin-Codes. Mit den vollständigen Codes in der Hand eilte Matteo zu seinem Computer und gab die Codes in das Bitcoin-Wallet ein. Die Spannung war spürbar, als er die Zahlen eintippte, jeder Tastendruck schien durch den stillen Raum zu hallen. Als er schließlich Zugang erhielt, enthüllte der Bildschirm die Summe von $777.000. »Wir haben es geschafft!« rief Matteo aus, sein Gesicht leuchtete vor Freude. »Wir haben genug, um die Schulden zu begleichen, und es bleibt noch etwas für die Renovierung der Kirche übrig.« Die Nachricht verbreitete sich schnell in der Gemeinschaft. Die Summe von $777.000 reichte aus, um die Schuld von $666.000 bei der Regierung zu begleichen und den enormen Druck von der Kirche zu nehmen. Die verbleibenden $111.000 wurden für die Renovierung der Basilika verwendet, was es der Gemeinschaft von Verona ermöglichte, ihren Ort der Andacht und des Stolzes wiederherzustellen. An einem sonnigen Sonntag versammelte sich die Gemeinschaft in der renovierten Basilika San Zeno, um die Messe zu feiern. Pater Lorenzo, mit einem Leuchten in den Augen, leitete die Zeremonie und dankte allen für die Einheit und den Glauben, die sie in schwierigen Zeiten geleitet hatten. Heute erinnern wir uns daran, dass wir mit Glauben und Einheit jede Widrigkeit überwinden können, sagte Pater Lorenzo, seine Stimme schwang vor Emotion. Und wir danken Luna, deren Wachsamkeit uns auf die Gefahr aufmerksam gemacht und uns zur Wahrheit geführt hat. Luna, nun als Wächterin der Basilika verehrt, erhielt Streicheleinheiten und Dankesworte von allen Anwesenden.